Herzlich willkommen zur finalen Folge von Viertel vor Ost, einer Videoreihe, in der wir Interessantes aus Münster unter die Lupe nehmen. Social Media ist eines der vorherrschenden Themen unserer Gesellschaft. Da ist es kein Wunder, dass auch Kinder immer früher mit dem Internet und sozialen Medien in Berührung kommen. Ein besonderes Thema ist dabei die Darstellung von Kindern im Internet, wie es beispielsweise viele prominente Mütter und Väter mit ihren Kindern tun, um auch beispielsweise Produkte mit ihnen zu bewerben. Uns hat interessiert, was Menschen aus Münster über das Thema denken und haben im Rahmen einer Straßenumfrage mal in der Innenstadt nachgefragt. Ich kenne das Thema schon lange. Ich bin in der IT zu Hause, daher kenne ich diese Themen, ob es Chatsysteme oder sonstiges sind, schon seit über 10 Jahren. Habe meinen eigenen Neffen auch, bevor er auf die Plattform kam, auch sehr darauf hingewiesen, was er da besser macht und was er da nicht macht. Also Kinder und Social Media an sich ist ja schon mal interessant, weil Kinder ja keine Social Media Accounts haben sollten. Also man kann sich als Kind, wenn man noch nicht volljährig ist, bei einem Social Media Account anmelden. Aber Kinder sind natürlich trotzdem auf Social Media zu sehen, wenn die Eltern auch sie auf deren Social-Media-Kanälen irgendwie öffentlich darstellen. Da gibt es ja auch genug Momfluencer und kommen Kinder halt indirekt quasi in Social Media. Ich habe das Thema gehört, ich höre das immer öfter, weil ich Kinder betreue und die Kinder, die ich betreue, sind unter 3 Jahre und wir sehen immer oder wir hören immer oft, dass es nicht gut für die Kinder in diesem Alter sind. Also ich habe es am Rande schon mal mitbekommen und wenn ich das direkt sagen darf, finde es unsäglich, Kinder da einzuspannen oder zu benutzen. Jetzt komme ich aus der Musikbranche, da gibt es natürlich auch Kinderstars und sowas, aber Kinder für eigene Belange einzusetzen, finde ich unmöglich. Absolutes No-Go. Was ist Ihre Meinung zu dem Thema? Es ist schwierig. Also meine persönliche Meinung wäre wahrscheinlich, wenn ich ein Kind haben würde und auf Social Media so privat als Privatperson mich bewege und dann weiß ich, okay, das sind irgendwie meine Freunde, haben mich abonniert, meine Familie oder so, dann hätte ich, glaube ich, weniger das Problem, mein Kind zu zeigen. Jetzt nicht großartig, aber ein bisschen. Wenn ich jetzt wirklich in Social Media aktiv wäre, Influencerin wäre oder so, würde ich das auf keinen Fall machen. Ich würde mein Kind nicht einem sehr großen Publikum aussetzen, weil ich finde, dann sollen die Kinder das selber entscheiden, ab einem gewissen Alter mitentscheiden oder dann halt auch bis zu einem gewissen Alter versteht man ja auch gar nicht, was das bedeutet. Und dann ist das Kind groß und dann ist aber das ganze Kind halt öffentlich irgendwo im Internet zu finden und ich weiß nicht, ob das jeder Mensch sich wünscht. Deswegen, ich würde es nicht machen. Ich bin der Meinung, dass die Kinder, dass es nicht zu früh zum Internet oder YouTube so schnell eingreifen. In diesem Alter sollen die Kinder ihre Kindheit genießen. Es hat mit dem Computer oder Internet nichts zu tun. Ich habe selber 4 Kinder und ich weiß, wenn ein Kind mit einem Handy aufwächst, ist es... kann sich von vielen, von seiner Gesellschaft auch ablenken lassen. Ich halte überhaupt nichts davon, die eigenen Kinder da zu präsentieren und schon gar nicht von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, wo dann im Prinzip jemand auf die Idee kommen könnte, genau mit diesen entweder Daten oder den Kindern oder sonst irgendwas anzustellen. Und deswegen halte ich bis zum gewissen Alter das nicht für gut, wenn die Kinder schon auf Social Media auftauchen. Wann würden Sie die Darstellung von Kindern tolerieren und wann nicht? Also ich bin ein großer Freund von Selbstbestimmtheit. Insofern finde ich, kann das jemand mit 18 selber machen. Oder sich Jugendliche stellen sich natürlich ja auch im Netz dar, auf allen möglichen Plattformen. Da kann man durchaus vielleicht mal ein Auge drauf haben, aber das ist natürlich erstmal in Ordnung. Aber sobald Erwachsene das für ihre Zwecke einsetzen, finde ich, ist das eigentlich nicht legitim. Da sollte man dann warten, bis die Kinder das wirklich selber beurteilen können. Ich finde es ja auch immer ein bisschen schwierig, wenn dann Produkte mit Kindern beworben werden. Also wenn dann die Momfluencerin dann sagt, ja hier, wir nutzen die und die Windelmarke und dann zeigt sie schön ihr Baby, wie das dann in der Windel rumläuft, das finde ich halt super kritisch.
klar, dem Kind wird dadurch auch irgendwie, das ist die Arbeit der Mutter oder des Vaters oder wie auch immer, dem Kind wird wahrscheinlich dadurch auch eine gute finanzielle Situation ermöglicht, wenn die Eltern wirklich damit Geld verdienen. Aber ich finde es halt, weiß ich nicht, es sollte nicht so sein. Es sollte kein Kind irgendwie vor der Kamera posen müssen und irgendwelche Sachen präsentieren, auch wenn es um Spielsachen geht oder sonstiges. Nee, finde ich gar nicht gut. Ja, ich bin der Meinung, das Kind soll selber erstmal, die Kinder lernen auch in die Schule, wie man mit dem Internet umgehen kann. Und sie müssen auch selber entscheiden, weil es gibt sowohl schlechte Sachen, alles auch gute Sachen auch im Internet. Und das Kind soll selber entscheiden, ob das Internet braucht oder nicht. Naja, wenn es relativ einfache Aufnahmen sind, ne? Also wenn zum Beispiel das Kind irgendwo bei einer Veranstaltung komplett bekleidet und so was ist und mindestens mal so 12, 13 Jahre alt ist und nicht total klein, da würde ich das jetzt gar nicht mehr mitmachen. Sollte man Kinder vielleicht komplett von Social Media fernhalten? Und wenn ja, bis zu welchem Alter? Ich bin der Meinung ja, weil heutzutage, ja, die in die Schulen auch bieten auch Internet zu Hause heutzutage. Aber bis zum Beispiel bis 10 oder 12 Jahre alt müssen die Kinder anstatt mit dem YouTube oder Google oder Internet zu beschäftigen, sie müssen sich mit Büchern beschäftigen, mit Aktivitäten, Kinderaktivitäten, Fußball. Es gibt so viele Kinder oder die Stadt bietet viele Aktivitäten für die Kinder an, die auch, ja. Ich glaube, komplett klappt das nicht. Also da müssen halt auch die Eltern komplett auf Social Media verzichten, weil die Kinder bekommen das ja mit. Und dann wird das zu irgendeinem Tabuthema oder zu so einem Wunschdenken, so, ah, okay, die Erwachsenen dürfen das, ich darf das nicht. Das ist halt Teil unserer Gesellschaft, das ist Teil der Realität und spätestens in der Schule kriegen die Kinder das ja eh mit. Da ist es ja unterschiedlich, wann welches Kind mit Social Media anfängt, wann die Eltern das erlauben. Man kriegt das mit. Und wenn man halt ausgeschlossen ist als Kind, fühlt sich das auch nicht gut an. Ich finde, wenn das begleitet passiert, wenn die Eltern wirklich wissen, was ihre Kinder da machen oder mit denen gemeinsam auch vielleicht eine Seite führen oder sowas, es ist besser und dann ab einem Alter, wo das Kind auch irgendwie versteht, das Konzept versteht. Ich denke, dass das völlig illusorisch ist. Kinder haben mit Social Media zu tun und werden sich damit beschäftigen und kommen überall da dran. Also kann man das nicht verhindern, es sei denn, man macht einen totalitären Staat. Aber ich denke, man sollte schauen, was angeboten wird und wie, ja, einen Rahmen schaffen dafür, wie Kinder da oder Jugendliche das konsumieren und damit umgehen können. Also grundsätzlich sage ich ja, mal mindestens bis 10, 12 Jahre fernhalten, weil das tut denen überhaupt nicht gut. Und auch in der Pubertät ist es extrem schwierig. Wesentlich viele Bilder, die wir da so drin haben, die sind alle nochmal aufgepimpt, Filter, weiß der Geier was drauf. Und wir haben einfach das Problem, dass da zu perfekte Menschen sind. Und Menschen, die einfach, ich nehme mich jetzt mal mit ein paar Kilo mehr da drauf sind oder so, ich kann das in meinem Alter, ich kann damit ab, aber wie geht ein Teenager dann damit um, wenn er dann auf Bilder postet und da die Kommentare drunter stehen, du bist dick oder so. Und das kann ich nicht haben und das kann man auch nicht brauchen. Und ich denke, man muss ihn ein bisschen vorsichtig ranführen und ich würde das sogar unter Aufsicht ranführen. Wen sehen Sie in der Verantwortung? Ich sehe die Politik in der Verantwortung und ich sehe die Eltern in der Verantwortung dabei. Ja, bei Kindern sehe ich schon die Eltern in der Verantwortung. Ne? Also, dass die Eltern den Kindern auch beibringen, was hat das für Konsequenzen, wenn ich was hochspiele, welche Bilder könnten gut sein, welche könnten schlecht sein, welche Kommentare lässt man besser. Ich denke, das sollten die Eltern übernehmen. Die Eltern natürlich, weil nur die Eltern. Ich sage nicht nur die Mutter, ich meine auch der Vater und die Mutter auch zusammen. Was ist Ihr Fazit? Um das zusammenzufassen, ich würde es Kindern nicht komplett verbieten, ich würde sie nicht davon fernhalten. Sie müssen lernen, damit umzugehen, sie müssen lernen zu reflektieren und verantwortungsvoll damit umzugehen. Ja, abschließend, dass die Kinder sollen wie früher, die Kinder müssen ihre Kindheit genießen, spielen. Es gibt auch Kinder, die 8 Jahre alt sind und sie fangen an, ihre Bücher, selber Lebensgeschichte, Bücher zu schreiben. Es hängt an,
was die Mutter das Kind zeigt, was besser und was schlechter ist. Nicht ein Kind mit dem Handy, ich sehe auch viele Kinder zurzeit, damit die Mutter ihre Ruhe bekommt. Sie gibt dem Kind einfach ein Handy, einen Film einfach, damit er einen Film guckt, damit sie ihre Ruhe bekommt. Aber ich finde, das ist keine, ich bin der Meinung, weil ich selber 4 Kinder habe, das Kind wird später abhängig von diesem Medium und geht von seiner Gesellschaft fern. Mein Fazit ist, ich mag Social Media, das macht auch ganz viel Spaß, aber es ist auch mit wahnsinnig viel Vorsicht zu genießen. Und mein Appell ist an die vielen jungen Leute, nehmt euch nicht ein Beispiel an denen, die da drin sind, sondern an den Menschen, die rund um euch drum sind, also am Leben. Und nicht irgendwie, und verbringt euer Leben einfach nicht im Internet. Eine der bekanntesten Institutionen in Münster ist wohl das LWM-Museum für Kunst und Kultur im Herzen der Stadt. Seit vielen Jahren können KunstliebhaberInnen und Kunstinteressierte hier immer wieder wechselnde, spannende Ausstellungen erleben. So auch in der aktuellen Ausstellung Sommer der Moderne, die mit so mancher Besonderheit auffällt. Wir haben uns in der Ausstellung einmal umgeschaut und mit der Kuratorin über die Hintergründe gesprochen. Bei einem Besuch der Münsteraner Innenstadt fällt schnell ein Neubau aus Sandsteinfassade ins Auge, der an einen großen Altbau anschließt. Hierbei handelt es sich um das LWM-Museum für Kunst und Kultur, das sich seit 1908 am Domplatz im Herzen Münsters befindet. In weiten, hellen Räumen können BesucherInnen hier einen neuen Blickwinkel auf Kunst und Kultur gewinnen und im gleichen Zuge Werke aus unterschiedlichsten Kontexten bewundern. Das wird beispielsweise durch die aktuelle Ausstellung Sommer der Moderne möglich, welche vom 5. Mai bis zum 3. September 2023 im Museum erlebt werden kann. Eine Besonderheit der Ausstellung ist, dass sie ausschließlich aus der Sammlung des Museums besteht. Dennoch steckt mehr dahinter, wie Sarah Siemens ausführt. In der Ausstellung Sommer der Moderne geht es darum, einmal die Sammlung des Museums zu zeigen. Wir zeigen ausschließlich Werke eben aus dem Bestand, die sich im Depot des Museums befinden oder befanden. Und wir wollen eigentlich so mehrere Aspekte darstellen. Zum einen die Sammlungsgeschichte dieses Hauses, welches seit 1908 hier am Domplatz besteht, zu zeigen, einmal chronologisch anhand von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern, eben 6 sind es an der Zahl, aber auch eine Entwicklung in der Kunst zu zeigen und eben auch zu zeigen, wie die Moderne hier in Münster sich künstlerisch dargestellt hat, wie hier gesammelt wurde und nicht, was nicht vielleicht unbedingt dem entspricht, wie man heute die Kunstgeschichte zwischen 1900 und 1970 so wahrnimmt, sondern sie ist schon sehr münsterspezifisch auf ihre Art und Weise, eben durch bestimmte Künstlerinnen und Künstlerbezüge, die eben nicht diesem Kanon der Kunstgeschichte entsprechen, die wir seit 1945 in den meisten Museen heute sehen. Nachdem man die Stufen des Museums hinaufgestiegen ist, findet man sich bald in den unterschiedlich gestalteten Räumlichkeiten wieder, deren Anlage durchaus einer Struktur folgt. Also wir nutzen unsere Sonderausstellungsräume, die extra eben für diesen Zweck installiert wurden im Gebäude. Es sind insgesamt 6 Räume in unterschiedlichen Größen und unterschiedlichen Anordnungen auch, um einen sozusagen Durchgang auch zu gewährleisten, dass man auch eine Chronologie auch erzählen kann, wenn man das möchte. Und genau, das sind also speziell für diese Ausstellung oder für Sonderausstellungen eben zusätzlich zu der normalen Sammlung, die immer permanent gezeigt wird, eben, dass es diese 6 Räume gibt, in denen man Sonderausstellungen präsentieren kann. Und eben hinter mir noch zusätzlich hier das Fenster, weil wir es nicht mehr in die Räume reingekriegt haben, dass es hier noch einen zusätzlichen Erweiterungsort sozusagen im allgemein zugänglichen Raum nochmal erfahren hat.
Die Räume selber wurden außerdem auf spezielle Art und Weise an die Ausstellung angepasst, um das optimale Erlebnis für die BesucherInnen zu bieten. Dabei spielen das Thema Farbe und auch der Sommer eine tragende Rolle. Die Wirkung ist eigentlich, wir haben uns eben zum Beispiel für sehr kräftige Wandfarben entschieden, für sehr teilweise auch sehr anregende Farben. Es soll eigentlich schon ein gewisses Gefühl von Sommer halt auch durchaus zeigen, aber es ist halt auch zu sehen, dass es immer ein Zusammenspiel auch gibt aus Werken und Farbe. Also dass es durchaus auch unterstützend wirkt auf die Werke, die man eben in den einzelnen Räumen sieht und auch ein gewisses Gefühl vielleicht bei den Besucherinnen und Besuchern erzeugt. Das ist zum Beispiel im zweiten Raum bei Melchior Lechter dieses dunkle Violett, was sehr schön mit den vielen goldenen Rahmen harmoniert, die der Künstler eben entworfen hat, aber auch mit den kräftigen Farben, die er in seinen Werken verwendet hat. Wir haben dieses leuchtende Gelb in dem Böckstiegelraum, wo auch die Verbindung aus Farbe und Werken halt ein besonderes Zusammenspiel gibt, auch eben dieses Kräftige in den Farben auch nochmal in der Wand aufzunehmen. Oder auch bei Albers im letzten Raum, dass wir uns für ein Grau entschieden haben, weil es eben neutral genug ist, um dieses Sehen, das aktive Sehen, was Albers mit seinen Werken, insbesondere mit Hommage to the Square, eben bezwecken wollte bei den Betrachtenden, dass das nicht gestört wird durch zum Beispiel eine intensivere Wandfarbe. Nun endet auch schon die letzte Episode des Formats Viertel vor Ost. Wir hoffen sehr, dass euch das Format gefallen hat und wir euch damit neue, spannende Einblicke in die Vielfalt und Schönheit Münsters bieten konnten. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch vielleicht auch die letzten Folgen auf unserem YouTube-Kanal Ostviertel noch einmal anschaut und uns in guter Erinnerung behaltet. Das war's von uns. Auf Wiedersehen.